Jetzt gehen wir mal auf den springenden Übersteiger ein. Er mag sehr einfach sein, hat aber seine Tücken und da kann man auch sehr viel falsch machen. Ein großer Fehler ist, dass die Kinder, ich sage immer, das Knie schlackern. Das heißt, wenn ich zeige mal einmal, wie er richtig geht, also so, dann springe ich einmal hoch und wenn ich lande, gehe ich rüber und weg. Dadurch erhält der Trick eine wahnsinnige Dynamik. Setzt voraus, dass mein Anlaufweg zum Gegner hin nicht allzu lang ist. Das heißt, wenn ich einen sehr langen Weg habe, sollte ich keinen springenden Übersteiger machen, weil ich durch das Springen natürlich Tempo rausnehme. Im kurzen 1 gegen 1 mache ich den springenden Übersteiger. Was die Kinder jetzt ganz häufig machen, ist das Springen und dass der Fuß beim Hochspringen aber hinten ist. Sie sehen, glaube ich, hier meine Hacke. Und jetzt, wenn ich lande, schlackere ich das Knie so rum. Und dadurch wird der Trick natürlich wahnsinnig langsam. Das heißt, was Sie den Kindern sagen müssen oder ihr den Kindern sagen müsst, ist beim Hochspringen ist das Knie schon oben und der Fuß ist ausgestreckt über den Ball. Und dann gibt es nur eine Bewegung rüber und weg. Ja, das heißt, ich zeige es nochmal im Detail. Also hochspringen, hopp, landen, rüber, weg. Der Fehler ist, dass das Bein nach hinten weggeht, häufig so. Und dann fange ich zum Schlackern an und dann rüber. Dadurch wird der Trick natürlich fürchterlich langsam. Das heißt, hier empfiehlt sich es auch mit den Kindern, sich in Reihe mal hinzustellen, ganz am Anfang. Um Ihnen das zu zeigen, und zwar Standbein hier nach vorne gehen, hochspringen, landen und wenn ich gelandet bin, dann gehe ich rüber. Das lasse ich die Kinder 4-5 Mal machen und dann können wir in die Technikübung reingehen. Dann haben sie es auch im Kollektiv eben auch verstanden. Den zweiten Trick, den wir eigentlich alle kennen, ist der Matthews-Trick. Hier sehe ich ganz häufig das Problem, dass die Kinder auch in der kurzen Distanz eben den Schritt hier rüber machen. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dann sehen Sie das besser. Dass sie vom rechten Fuß auf den linken rüberlaufen und dann nach rechts gehen. Das ist, wenn ich in hohem Speed bin, also in hohem Tempo und langen Anlaufweg auf den Gegner habe, macht das Sinn. In der kurzen Distanz müssen wir ja dynamisch, überraschend sein. Und hier ist es eben besser, den Matthews eben auch springen zu machen. Das heißt, ich springe von meinem linken Fuß, wie beim springenden Übersteiger, also ich führe den Ball an, ich springe zur Seite und gehe dann weg. Dadurch gewinnt der Trick an Dynamik, ich versuche es nochmal zu zeigen. Das heißt, ich gehe mit meinem Gewicht auf den linken Fuß, springe nach links rüber, um dann hopp, sehr dynamisch nach rechts weggehen zu können. Und auch das kann ich jetzt wieder im Stand auch gut üben, indem ich die Kinder hinstelle und ihnen sage, jetzt nehmen wir das Bein hoch, springen nach links und von dort aus gehen wir nach rechts. Ruhig 3, 4, 5 Mal zeigen, bis jeder es verstanden hat. Wenn jemand dann einen Fehler macht, kann ich ihn kurz rausziehen, ihn nochmal daran erinnern, auf was er da wirklich achten sollte. Ja, aber beim kurzen Matthews sollte er praktisch nicht diesen schweren Schritt rüberlaufen, dann darüber gehen, weil wie man sehen kann, ist dann das Gewicht für einen kurzen Moment hier, weil das Ding ist, hopp, das Gewicht lehnt praktisch schon in die Richtung und durch den Sprung innoviert praktisch meine Wade schon vor und damit habe ich natürlich auch mehr Kraft, um wegspringen zu können.